Notruf, Feuerwehr, Rettungsdienst, wo genau ist der Notfallort? Mit diesen Worten beginnt jedes Telefonat, welches über die Notrufnummer 112 in der Leitstelle der Feuerwehr Krefeld aufläuft. Daraus resultieren jedes Jahr über 30.000 Einsätze für die Feuerwehr und den Rettungsdienst der Stadt Krefeld. Für das vergangene Jahr lässt sich daraus folgende Statistik bekannt geben. Im Bereich des Brandschutzes und der Hilfeleistung wurden insgesamt 2.942 Einsätze abgearbeitet, ein Plus von 177 zum Vorjahr. Davon waren insgesamt 1.048 Brandeinsätze und 1.894 Hilfeleistungen. Normalerweise wird in jedem Jahr ein Anstieg der Rettungsdiensteinsätze verzeichnet, doch im Jahr 2020 sank die Zahl. So mussten im vergangenen Jahr 31.625 Einsätze bewältigt werden, ein Minus von 1.299. Doch durch die Corona-Pandemie wurden viele Einsätze auch deutlich anstrengender. Einsätze unter Vollschutz und die vollständige Desinfektion der Fahrzeuge nach einem Covid-Transport belasteten die Mitarbeiter. Von den 31.625 Einsätzen waren 19.773 Rettungswageneinsätze, 5.239 Notarzteinsätze und 6.613 Krankentransporte.